Putzmeister Betonpumpen sind sicher jedem als hochspezialisierte Aggregate ein Begriff. Hier im Werk Gründau einen modernen und ökonomischen Lackierplatz einzurichten, der diesen Objektdimensionen gerecht wird, war jüngst Aufgabe der SLF. Die Anlage wurde ausgelegt für einen Lackdurchsatz von bis zu 20 Kilogramm pro Stunde bei Einhaltung aller Emissionsgrenzwerte. Die Temperierung des Arbeitsplatzes und die Trocknung der langen Werkstücke gehörte zur Konzeption. Als Bauform kam nur ein Freiflächenlackierplatz in Frage, da der An- und Abtransport der verschiedenen Bauteile permanent möglich sein musste. Zudem sind in der offenen Hallenstruktur diverse Fertigungsabteilungen vorgeschaltet. Bei solchen Bedingungen lässt sich der Lufthaushalt nur durch den Einsatz moderner Weitwurfdüsen ökonomisch regeln. 14 dieser Weitwurfdüsen wurden über dem 8 Meter hoch gelegenen Hallenkran unter der Decke montiert. Der Kreislauf arbeitet so, dass erwärmte Luft von oben eingeleitet und über die Bodenabsaugung gereinigt dem Lufterhitzer wieder zugeführt wird. In der Skizze ist der gerichtete Luftstrom zu erkennen, der sich aus bis zu 20 Metern Höhe zielgerichtet auf den Lackierer leiten lässt. Durch den hohen Austrittsimpuls aus der Weitwurfdüse induziert der Luftstrom weitere Luft aus der Halle, um im gesamten Arbeitsbereich des Werkers die erforderliche Luftsinkgeschwindigkeit von mindestens 0,3 Meter pro Sekunde zu erreichen. Besonderes Augenmerk sollte man hier auf die Schwerlastprallabscheider lenken, die die herkömmlichen Gitterroste ersetzen. Das Prallabscheiderprinzip basiert auf ineinander verzahnten U-Profilen. In dem unteren als Schale ausgebildeten U-Profil sammelt sich der größte Teil des Oversprays und der anfallende Grobschmutz. Mit diesem neuen, zum Patent angemeldeten Verfahren kann das Prallabscheidersystem auch während des laufenden Betriebes gereinigt werden. Die restliche Feinstaub- und Farbabscheidung erfolgt über Abscheidekassetten, die direkt vor dem vertikalen Abluftaggregat eingebaut sind. Diese sind durch bequemen Zugang über eine Revisionsklappe im horizontalen Ansaugkanal leicht auswechselbar. Durch die Tatsache, dass der Grobschmutz nicht mehr durch die Filtermatten aufgenommen werden muss, erhöht sich die Standzeit der Matten um ein Mehrfaches gegenüber der herkömmlichen Technik mit Farbfiltern unterhalb der Gitterroste. Der Entsorgungsaufwand und auch die Entsorgungskosten werden so drastisch gesenkt. Der Arbeitsplatz, der Werkstücke von 25 Metern Länge aufnimmt, wird mit einer Zu- und Abluftmenge von 50.000 Kubikmetern pro Stunde beflutet. Diese Menge wird durch eine gezielte sektionale Ansteuerung der Bodenkanäle und Weitwurfdüsen geleitet. Die Absaugwirkung wird zu etwa 80% auf den momentanen Arbeitsplatz verlegt und damit die effektive vertikale Belüftung nachweisbar geführt. Über eine Reihenschaltung mit ein und demselben Lüftungssystem können so ein oder mehrere Arbeitsbereiche unter hoher Energieeinsparung mit gereinigter und erwärmter Zuluft beflutet werden. Die gebrauchsmustergeschützte Technik, die die Segmentschaltung automatisch ermöglicht, bedient sich der Personenerkennung. Hierzu sind mehrere Kameras an der Hallendecke zwischen den Weitwurfdüsen angeordnet. In einem speziell hierfür entwickelten Computerprogramm wird jede Bewegung erkannt, die vom Lackierer ausgeht. Dieses Signal geht an den Rechner, der zeitgleich die Weitwurfdüsen in dieser Sektion auf Vertikallüftung stellt und die darunterliegenden Prallabscheidersysteme in den Bodenkanälen öffnet, um so den Lackierer zielgerichtet mit erwärmter Frischluft zu befluten. Der Lackierer nimmt quasi seine Frischluftzufuhr mit. Die restlichen Prallabscheidersysteme in den Bodenkanälen stehen in geschlossener Stellung. Nach der Grundierung oder noch wichtiger nach der Schlusslackierung kann die Trocknungszeit vermittels einer teleskopierbaren Trockenkabine erheblich verkürzt werden. Bisher standen die Gehäuseelemente in ihrer Parkposition mit übereinander gefahrenen Segmenten, um nun zum Trockenprozess voll oder auch teilweise ausgefahren zu werden.
Mit einer Parkfläche von 7x5 Metern und 5 Gehäusesegmenten kann in diesem Fall ein Werkstück mit einer Länge von 30 Metern voll umschlossen werden. In dieser Kabine mit Längsbelüftung lassen sich Trocknungstemperaturen von ca. 60 Grad Celsius erzielen. Hier bei der Putzmeister Betonpumpenfertigung werden erst die montierten und funktionsgeprüften Ausleger mit Decklack versehen. Dazu wurde im ersten Segment der Trockenkabine eine vollständige Hydraulikeinheit eingerichtet. Alle Gelenkabschnitte können auf diese Weise in lackierfähige Positionen gebracht werden. Eine Funktion, die in einer Kabine nicht realisierbar wäre. Zum Schutz der Bodenfläche vor Overspray außerhalb der Absaugung haben wir unser Quick-Clean-System installiert. Hierbei wird eine Kunststofffolie, die auf einer Gitterrostfläche ebenerdig aufliegt, mit hohem Unterdruck fest auf den Boden gezogen. Die Bodenfläche ist über einen Kanal mit dem Ventilator saugseitig verbunden, sodass durch den hohen Unterdruck die Folie selbst bei klebrigen Schuhen haften bleibt. Diese nimmt also den restlichen Teil des Oversprays auf. Der Wartungsaufwand ist minimal, da die verschmutzte Folie von Zeit zu Zeit nur aufgerollt und ausgetauscht werden muss. Dieses Verfahren hat sich hervorragend bewährt, bei einem Einsatz von 2K und 3K Beschichtungen, die mit Schichtstärken bis zu 1000 µ aufgetragen werden. Das Lacklager befindet sich in einem separaten Raum neben dem Maschinenhaus. Von hier aus werden Grundierung, Verdünnung und Härter dosiert. Die Pumpen für den Decklack stehen im unmittelbaren Zugriff der Lackierer in der Halle. Der Turbulenzgrad der Belüftung eines Freiflächenlackierplatzes mit Weitwurfdüsentechnik ist zwar etwas höher als bei einer geschlossenen Kabine, jedoch gewährleistet die Qualität der Luft fehlerfreie Lackierergebnisse für hochwertigen Maschinenbau.